Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Fragt einfach nicht, was hier los ist. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, weil ich glaube, Stars damit irgendwie so ein paar Codes verteilt und jetzt fliegen hier tausende an Ballons rum. Ich finde es irgendwie cool. Ich habe meinen jetzt allerdings noch nicht so angeschaut, weil es ist ein Briefkasten und ich habe keinen Bock, es zu öffnen. Ja, worum es heute hauptsächlich geht, ist... Zwar habe ich heute, ich weiß nicht wann bei euch das Video online kommen wird. Es kann sich um Wochen handeln. Genau, ich habe, nee, beziehungsweise gestern habe ich auf Instagram so eine Fragerunde gestartet. Und zwar, was würdet ihr tun oder was würdet ihr kaufen, wenn ihr auf einmal 1 Million Euro hättet? Also was wäre euer erster, allererster Wunsch, was ihr jemals dann kaufen oder unternehmen würdet? Und ja, das hat jetzt zwar nichts hier mit Stars David zu tun, aber es ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich habe unzahlreiche Antworten darauf bekommen und es ist echt heftig, was Leute dazu geschrieben haben. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Menschen so weit denken. Und ja, also ich kann ja gleich mal vorlesen, ich muss sagen, es sind relativ viele Antworten. Ich kann gleich mal vorlesen, was da alles so geschrieben wurde. Und es hört auch eigentlich gar nicht mehr auf, weil ich meine, es geht immer weiter hier mit denen. Die Leute antworten und antworten, deswegen. Und zwar, ja, einfach die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr auf einmal 1 Million Euro bekommt oder, keine Ahnung, Lotto gewinnt und ihr gewinnt auf einmal 1 Million Euro und, oh mein Gott, das wäre eigentlich ultra. Und, vorab, was ich damit machen würde, vielleicht wäre, also wen es interessiert. Ich glaube, ich würde erstmal, und das haben tatsächlich auch einige geschrieben, ich selber persönlich würde es tatsächlich einen Teil meinen Eltern geben, weil sie tatsächlich so viel für uns, also oder auch für mich machen. Oder generell Eltern tun und geben so viel ein Kind und es ist krass, wie viel Zeit die für einen investieren und hallo, sind unsere Eltern und deswegen, ich würde ihnen einfach einen Teil geben oder ihnen einfach Sachen kaufen, die jetzt vielleicht nicht jeder kaufen kann und ja, ich würde einfach, es wäre einfach für mich eine Freude, sie glücklich zu sehen, wie sie dann so ein breites Grinsen haben und ja, wenn ich das vielleicht getan hätte, dann würde ich vielleicht noch für mich selber was kaufen, vielleicht irgendwas Teures, vielleicht so eine Kamera, weil ich liebe Fotografieren, was ich jetzt leider Gottes nachgelassen habe, aber... Eine Kamera wäre echt mega geil, so mit Objektiven und sowas. Aber so einen richtigen Wunsch habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Außer vielleicht ein Pferd, ein Haustier, eine Katze. Aber das sind ja dann auch noch dazu, also es kommen ja noch Kosten dazu und deswegen. Ja, also wie gesagt, mein hauptsächlicher Grund, also was ich dann wirklich machen würde, wäre jetzt dann einen Teil meiner Eltern geben. So, jetzt komme ich auf jeden Fall auf eure Antworten. Ich werde die nicht einblenden oder sowas, aber ich werde sie einfach mal vorlesen, einfach so aus reinem Interesse. Und es sind extrem viele und oh mein Gott, ich habe auch die allermeisten beantwortet. Und ja, vielleicht erinnert der ein oder andere sich auch noch von damals, als ihr es in der Story gesehen habt. Oder vielleicht erkennt ihr euren eigenen Antwort wieder. Und ich werde einfach mal vorlesen, was so einige geschrieben haben. Zum Beispiel, eine schreibt nichts. Man muss sich nichts kaufen. Man muss es nicht. Ein anderer hat geschrieben, ein Haus. Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Man könnte sich auch ein Haus kaufen. Das stimmt, ein teures Haus. Na klar, es könnten noch Kosten dazukommen, aber eigentlich kommen ja fast überall Kosten dazu. Und ja, da hat noch jemand geschrieben, ein Esel. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und auch ein Zugticket zu mir. Das fand ich... richtig cute und oh mein Gott. Da haben richtig, richtig viele geschrieben, ein Pferd. Und ich habe ja auch schon zugesagt, dass ich gern ein Pferd hätte, aber die Kosten wären einfach wirklich extrem, weil ein Pferd kann man sich nicht einmalig kaufen und dann müsst ihr nie wieder was dazu bezahlen. Geht nicht. Außer ihr kriegt sowas vielleicht in den Hintern geschoben, was weiß ich. Und deswegen, ein Pferd ist schon extrem aufwendig und ja. Da haben auch noch richtig viele geschrieben, sie wollen gerne ein iPad haben mit Apple Pencil und Procreate. Und das bewundert mich gerade irgendwie, weil das zeigt, oder das zeigt eigentlich, dass voll viele sich für digitales Zeichnen interessieren. Und es ist heftig.
Es ist echt heftig und Alter, die Ballons im Hintergrund. Und ja, also das haben ganz viele geschrieben. Haben auch noch ein paar Leute geschrieben, dass sie gerne einen Hof, einen Reiterhof oder einen Bauernhof haben würden mit ganz vielen Tieren. Finde ich auch voll cute, weil Tiere sind echt was Schönes. Es ist so. Es ist so ein. Es stresst so vom. Also es geht vom Alltagsstress weg, so meinte ich das. Und die haben sowas an sich, was ich mega geil finde. Und das, was jetzt kommt, ist mega. Also wirklich, das ist schon ein bisschen besser als das, was man dann für die Eltern macht. Und zwar das Geld für eine gute Tat spenden. Das ist echt heftig. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde, weil ich meine, es ist ja mein Geld. Ich könnte tun und lassen, was ich. Ich könnte tun und lassen, was ich würde. Warte, was? Ich kann kein Deutsch mehr. Auf jeden Fall, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das spenden würde. Aber es ist schon heftig, dass manche das auch wirklich machen würden, weil ich meine, mit dem ganzen Geld, die spenden es einfach, statt es irgendwie selber zu behalten oder auszugeben. Ein weiterer schreibt, ich sehe gerade ganz viele Pferde, iPad, Procreate, ein Traumauto. Tatsache, ein Traumauto wäre eigentlich auch voll cool, aber ja, da muss man auch extrem aufpassen, weil wenn man einmal einen Unfall baut, dann ja, gut, dann war es das komplett mit dem Auto, ne? Kosten sind dann auch gerade nicht so. Hui. Dann sehe ich hier wieder ganz viele I also, oh, ein iPhone, okay. Ein iPhone, Procreate, Apple Pencil, ein Apple. iPad, huch. Und ein Pulli. Tatsächlich, ein Pulli würde sich mit 1 Million Euro einen Pulli kaufen. Einen einzigen Pulli. Hammer, wirklich. Dann hat jemand geschrieben, das haben tatsächlich auch einige, alle Pferde und SSO und alle Ausrüstungen und Kleidungen. Ich glaube, ich würde mit 1 Million Euro, ich würde SSO damit nicht unterstützen. Hallo? Never. Oh mein Gott. Nee, also. Nein. Deswegen, also, viele haben gesagt, die wollen sich auch ganz viel Starcoins dort kaufen. Und nein, das könnte ich gar nicht. Oh mein Gott, ich will mit 1 Million Euro SSU nicht unterstützen. Never. Meinen Eltern Urlaub bezahlen, das fand ich richtig cute. Und oh mein Gott, das ist so. Oh mein Gott, das würde ich auch meinen Eltern machen, wirklich. Das ist einfach so krass. Dann hier wieder ein Bauernhof. Ein Krankenhaus in Afrika. eine Reitbeteiligung oder ein eigenes Pferd. Das wäre auch was. Irgendwie, also in Teilen irgendjemanden spenden. Das fand ich auch richtig schön. Oder mit meiner Mom einfach irgendwo hinfahren. Und das ist auch so cute, weil das ist wie was mit Eltern. Einfach mal so mit den Eltern was, also mit denen einfach mal was genießen und dann aus dem Alltagsstress heraus damit und ja. Hier wieder ein eigenes Pferd oder ich muss kurz lesen. Ein Friese, oh mein Gott, wie schön. Ich muss sagen, es sind echt viele Antworten, die ich hier bekommen habe, deswegen scrolle ich jetzt mal ein bisschen. Und da hat zum Beispiel jemand geschrieben, das Geld erstmal anlegen und mehr Geld, also um mehr Geld rauszuholen. Also erstmal sparen und gucken, was am Ende dann zusammenkommt und das dann vielleicht für irgendwas Cooles ausgeben. Und ich glaube, ich würde es aber auch tatsächlich erstmal sparen oder dann vielleicht erstmal für meine Eltern und dann sparen, weil man weiß nie, was auf einen zukommt im Leben und dann hat man das Geld auf einmal doch nicht und ist nicht so schön. Und ich glaube, jemand hat geschrieben, ein Treffen mit dem Club. Das wäre auch bestimmt voll cool, mit so einem eigenen Club dann zu treffen und oh mein Gott, das wäre übelst nice. Dann hier wieder Procreate, ein Shetland Pony, Pferde, ein iPhone. Starcoins kaufen, eine Kuscheldecke. Oh. Sparen für schlechte Zeiten, genau. Und hier wieder sparen für schlechte Zeiten. Hier wieder Procreate, einen eigenen Hof mit Pferden, Zeichentablet, oh mein Gott. Hier wieder Apple und Apple Pencil, Procreate, ein eigenes Pferd, ein Whirlpool für meine Eltern. Ui, cool. Erstmal alles bezahlen für ein paar Jahre und dann 2 Pferde und ein Stall am Haus. Alles klar. Dann Klamotten und dann Pinsel, also Brushes von Procreate. Davon ganz viele kaufen. 200.000 Starcoins. Sag ich mir so, okay, nein. Ein Computer oder besseres WLAN. Oh mein Gott, besseres WLAN für 1 Million Euro. Hammer. Eine Weltreise ist auch ziemlich cool. Einen zweiten Bildschirm und eine neue Maus. Einen zweiten Bildschirm ist echt praktisch, habe ich auch.
So viele Starcoins, wie es nur geht. Oh mein Gott. Da hat jemand geschrieben, Mangas. Ein eigenes Pferd. Dann wieder was für die Familie. Hinfliegen, wo auch immer sie möchte. Sie oder spenden. Und ja, das sind jetzt bis jetzt die groben Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe. Also, ob ich jetzt auf jedes einzelne eingehen würde. Deswegen, ja, das waren so ein paar Antworten von den Leuten über Instagram. Jetzt möchte ich mal gerne so von euch wissen, was würdet ihr machen, wenn ihr 1 Million Euro bekommt? Würdet ihr sagen, hey, ich spare es oder hey, ich möchte gerne meinen Eltern als Dankeschön was geben, was sie sich schon immer gewünscht haben, allerdings sich nie leisten konnten? Und ja, es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, auch wenn es jetzt gerade nichts mit Stars damit zu tun hat, aber eigentlich schon so ein bisschen. Lasst mich gern wissen, was ihr dazu sagt oder denkt. Und ja, schreibt es gerne mal ruhig alles, was ihr denkt, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!